Karo überwacht derzeit die Dinge in Sayuka, aber ich bin sicher, sie wird dich rufen, wenn sie dich braucht. Nicht so schnell, ich bin an einer Flotte rautanischer Schiffe vorbeigesegelt, die Kurs auf Krummsporn genommen hatten. Sein bedachter Gesichtsausdruck fällt in sich zusammen, seine Augen treten hervor und sein Mund steht offen. Dieser Ausrutscher dauert nur einen Moment lang, doch glich er dem Kräuseln eines Vorhangs vor einem demontierten und ausgebrannten Raum. Während er sich fängt, lacht er schwächlich. Forgive me, I meant no slight to you, but I was not expecting them so soon. Vergib mir, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich hatte sie nicht so früh erwartet. I'm sorry, I could not tell you about them, but Karu is most protective of her ships. And Nekataka rides with loose tongues. Es tut mir leid, dass ich dir nichts davon erzählen konnte, aber Karu ist sehr geheimniskrämerisch, was ihre Schiffe angeht. Und in Nekataka wimmelt es nur so von losen Zungen. Er hat die Fassung wieder gewonnen, aber er beäugt dich misstrauisch. Was machen eure Schiffe in Krummsporn? Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ihr müsst verhindern, dass die Sklavenländer zurückkommen. Ich mag es nicht, gelogen zu werden. Es würde nicht gut für euch aussehen, wenn der Rest des Archipels mitbekäme, dass ihr Kriegsschiffe hin und her bewegt. Lustig, zuvor hast du sie nicht erwähnt. Nun gut. Machen wir mal die 1. Er zappelt und windet sich, als ob du ihm gleich einen Zahn ziehen würdest. Schließlich seufzt und breitet seine Hände aus. The Rukapa are our finest warriors, on land or at sea. We had to secure Crookspur against further attacks from the slavers or pirates. Die Rukaka sind unsere besten Krieger zu Wasser und zu Lande. Wir mussten Krummsporn vor weiteren Angriffen des Sklavenhändlers sichern. Oder der Piraten. Er wirft dir einen verhaltenen Blick zu. The Principi continue to bicker amongst themselves. And a restless beast is a dangerous one. Die Principi streiten sich weiterhin untereinander und eine rastlose Bestie ist eine gefährliche Bestie. We must be ready. Ja. Lustig, zuvor hast du sie nicht erwähnt. Er winkt dies mit einer Hand ab, sein Lächeln sieht angespannt aus. These days, dead fire is like an old Valian wedding feast. Everyone is obsessed with relative position and quick to take offense. In diesen Tagen ist das Todesfeuer wie eine Hochzeitsfeier in Valia. Alle sind besessen von ihrer jeweiligen Position, beugen sich misstrauisch und sind nur allzu schnell beleidigt. I sent you precisely to avoid the kind of uproar that would arise. Ich habe dich genau zu dem Zweck geschickt, um einen solchen Aufruhr zu vermeiden. Now, what else can I do for you? Nun, was kann ich sonst noch für dich tun? Nach all der Zeit verstehe ich noch immer nicht, wer du bist oder an was du glaubst. Er beobachtet dich mit diesem leeren, doch zugleich nachdenklichen Blick, den du als typisch für ihn ausgemacht hast. An den winzigen Augenbewegungen kannst du erkennen, dass er dich mustert und entscheidet viel, wie viel er dir verraten soll. Schließlich lächelt er schwach. Who we are. What does this even mean? Why the search for permanence in a transient existence? Wer wir sind, was bedeutet das eigentlich? Wozu die Suche nach Permanenz in einer vorübergehenden Existenz? One day our bodies will perish and our souls will return to the wheel. Eines Tages werden unsere Körper vergehen und unsere Seelen werden zum Rad zurückkehren. Every word we've ever spoken, everything we've ever known will be forgotten with us. Jedes unserer Worte und alles, was wir je gekannt haben, all das wird mit uns in Vergessenheit geraten. Sein Gesichtsausdruck ist distanziert und zugleich amüsiert, als wäre die Vorstellung nicht beunruhigender als das Gezeter der Massen fernab. This will remain. Aber das hier, das wird Bestand haben. Er breitet seine Hände aus und nimmt das solide, präzise Mauerwerk um ihn herum in Augenschein. Prolonging the soul is a fool's errand. Clinging to a grand past is vanity. Nur ein Narr würde die Zeit einer Seele verlängern. Sich an eine großartige Vergangenheit festzukrallen, ist nichts als Eitelkeit. I want to take part in building something that will last beyond me. That is true immortality. Ich möchte etwas mit aufbauen, das mich überdauert. Das ist wahre Unsterblichkeit. Er lächelt. Ruhige Zufriedenheit verengt seine Augenwinkel. Das ist interessant. Da stimme ich zu. Es ist wichtig, zu unseren Lebzeiten große Werke zu verbringen. Du bist ein amoralischer prinzipienloser Wahnsinniger. Auch diese Dinge werden irgendwann zerfallen. Sei vorsichtig, du weißt nicht, was zukünftige Generationen von deinem Vermächtnis halten werden. Nehmen wir einfach mal die 2. Few are in a position to accomplish as much as you are. Nur wenige sind in der Lage, so viel zu erreichen wie du, Hagrim. Er nickt anerkennt. But you and I have much to do and little time to discuss philosophy. Aber du und ich haben viel zu tun und wenig Zeit, um über Philosophie zu diskutieren. Ja, dann leb wohl. Stufenaufstieg bei Xoti, nochmal in Religion, aber jetzt mal hier in Athletik.
Nehmen wir mal ruhig den Heil- und Schadensstrahl. I can't. It's a big secret. Aha. Und Palegina auch. Einschüchtern, Arcana, weiter. Okay, wo geben wir jetzt einen Punkt rein? Punkte aufheben geht ja nicht. Oh, Heileffizienz erhöhen, das ist eine gute Idee, da sie ja passiv, was heißt passiv, unsere Off-Heilerin ist, mit ihrem Handlauf legen. Beziehungsweise, was heißt Off-Heilerin, sie heilt öfter als Xoti das tut. So, nächste Haltestelle wäre dann wohl der Palast. Deswegen Onekasa. Oder hieß sie Oneska? Egal, eins von beidem. Mitteilen können, dass die Wahaku. Wahaku? Fuparu? Egal. Die von Oryo Kuhiki auf ihrer Seite sind. Und ja, wir können mal, was das eine Achievement angeht, ein bisschen cheaten. Oh, die sind noch nicht geheilt. Ja, aber die kann ich mal rauspacken. Packen wir mal alle raus. Und nebenbei kann ich nicht über die Karte, sondern hier Vorräte aufstocken. Kann ich, genau. Dann hätte ich gerne mal... Nein, 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 nein. Da muss ich irgendwo jetzt einen Händler finden, der Kräuter verkauft. Ach, hier waren sie. So. Das hier ist mein kleinstes Schiff. Setzen wir das mal auf aktiv. Du bist Kanonier. Du bist Navigator. Köchin. Du bist nee, dich nehmen wir nicht als Matrosen. Du bist Steuermann, das ist klar. Du bist Kanonier. Du bist Matrose. Du bist... Haben wir einen guten Matrosen noch? Ja, ihn. Komm, du bist besserer Chirurg. Ich habe ja noch einen Kanonier hier. Und normalerweise, wenn ich die drei noch besetze... Genau, vollzählige Schiffsmannschaft. Ja, wollte ich einfach hinter mich bringen. So, wieder aktives Schiff. Ich habe keinen Bootsmann, ich habe nur einen Steuermann. Du bist verletzt, du musst rasten. Du bist unser erster Matrose. Du bist Kanonier. Du bist Kanonier.
Du bist Navigator, aber verletzt. Matrose, Matrose, Köchin. Du bist auch Matrose. Ja, ich habe hier einen Kanonier. Ich habe einen Navigator und ich habe einen Matrosen. Das heißt, ich brauche noch einen Bootsmann und einen Chirurgen. Das werde ich dann mal in der Taverne hier gucken, was ich anheuern kann. Gescheites. Schlangenkrone. Kangapalastdach. So. Tag, Onikasa. My scouts tell me that you sail from Oriokohiki. Meine Speer richten mir, dass du von Oriokohiki segelst. Die Königin zieht die Augenbraue hoch. Die beschattet uns. Do the Wahaki pay the crown obeisance in whatever eccentric form suits them? Zeigen die Wahaki der Krone gegenüber Ehrerbietung und sei es auch in ihrer eigenen exzentrischen Form. Und Ikana stützt das Kind auf die Faust und betrachtet dich eingehen. Wenn du sie brauchst, kannst du dich auf die Unterstützung der Wahaki verlassen. Mit unserem fehlenden Glied hast du die Huana vereinigt. Ausnahmsweise einmal erlaubt sie sich ein tiefes und aufrichtiges Lächeln der Dankbarkeit. Bisschen Kupfer, Quest abgeschlossen. Prayer and the wisdom of Kohopa will help steer my next course. Gebete und die Weisheit. Gebete und die Weisheit von Kopopa werden mich auf meinem nächsten Weg begleiten. Ich werde rechtzeitig nach dir schicken. Und die Kasse entlässt sich mit einer Handbewegung. Ja. Sure thing. Gut, das heißt, wir haben auch das abgeschlossen. Juana, ja, fruchtbare Allianz. Mir ist es gelungen, die Wahaki für Königin Onikasas Sache zu gewinnen. Die Stärke der Juana im Todesfeuer sollte sich für die Kanz ansteigen. Und ich habe Tekeo nicht dabei. Egal. Und ich glaube, ich bin den falschen Weg runtergegangen, gell? Ja, bin ich. Von hier aus komme ich nämlich nur aufs Dach zurück. Ah. Oh, das ging aber schnell. Ganz ehrlich, würde das Laden eines gesamten Gebietes etwas länger dauern, weil er alle Räume lädt und dann die Übergänge des Gebietes nicht mehr laden. Das wäre viel angenehmer. Ich kenne da ein Spiel, das das macht, nämlich Neverwinter Nights 2. Gerade in der letzten Erweiterung wird beim Starten eines Spiels sehr viele Gebiete geladen. Also bereits zwischengepuffert und dann werden sie nur schnell geladen. Das dauert dann nur 2-3 Sekunden. Wahrscheinlich dauert das jetzt nicht mal mehr 2-3 Sekunden, weil als ich das letzte Mal gespielt habe, war mein Rechner noch nicht so fit wie heute. So. Die wilde Meere. Minus 15 Medizin, ja.
Now, so. What, you see anything you like? Dann zeig mir mal Besatzungsmitglieder. Novize Matrose, Novize Chirurg. Nicht ganz, was ich suche. Und Steuermann brauche ich auch keinen. Also ja, ich könnte ihn anheuern, aber ich hätte gerne etwas, was rein Chirurg ist. Ich sehe ihn hier. Gut, das heißt jetzt Valianische Handelsgesellschaft.